Was wir heute erlebt haben, ist ein brutaler, ein ruchloser Mord an unschuldigen Menschen. Was treibt nur Menschen in diesem mörderischen Hass gegenüber Menschen, die Urlaub machen, die ihrer Arbeit nachgehen, ja sogar die beten? Wir sind entsetzt und fassungslos. Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer, ganz gleich welcher Nationalität. Es gibt auch Hinweise auf deutsche Opfer unter den Toten in Tunesien. Zur Stunde lässt sich das nicht sicher bestätigen. Und ich bitte sehr vorsichtig mit Spekulationen zu sein, insbesondere mit Rücksicht auf die Familienangehörigen, die jetzt Freunde und Verwandte im Urlaub in Tunesien haben und nicht wissen, was mit ihnen geschieht. Was die Täter angeht, so gibt es bisher keine Deutschlandbezüge. All das wird geprüft. Wir sind in Kontakt mit unseren tunesischen und französischen Kollegen. Was Deutschland betrifft, so ich komme gerade von der Innenministerkonferenz aus Mainz. Auch Deutschland ist ausgesetzt einer ernstzunehmenden Bedrohungsgefahr. Auch wenn wir jetzt keine konkreten zusätzlichen Hinweise haben. Aber unsere Behörden bleiben wachsam. Und wir tun alles in unserer Macht, damit es in Deutschland nicht zu einem Terroranschlag kommt. Garantieren können wir es nicht. Jeder Bezug, der möglich ist, nach Deutschland geprüft. Es dauert ein bisschen. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck. Wir sind in Kontakt mit unseren französischen und tunesischen Kollegen. Und das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, ob es eine zusätzliche Bedrohung gibt. Aber schon jetzt gibt es eine ernstzunehmende Bedrohungsgefahr für Deutschland. Die Zahl der Gefährder ist so hoch wie nie. Die Zahl derer, die aus Deutschland ausreisen, um für den sogenannten Islamischen Staat zu kämpfen, ist so hoch wie nie. Wir kennen die Gefahr, wir wissen um die Gefahr. Wir sind entschlossen, wachsam und wehrhaft. Es ist offenbar um die Mittagszeit vom Strand ausgehend das Feuer sofort auf Touristen eröffnet worden. Brutaler kann man sich es kaum vorstellen. Es hat da noch Kämpfe gegeben. Sie scheinen abgeschlossen zu sein. Aber all das werden dann die tunesischen Behörden der Öffentlichkeit mitteilen. Wir bieten jede Art von Hilfe an. Das war in vergleichbaren Fällen früher auch so. Und dann muss Tunesien entscheiden, ob es diese Hilfe annimmt.